Es schüttet in Strömen. Es ist zwar einer der glamourösesten Events des Jahres, aber Leonardo DiCaprio und Nicole Kidman mussten gegen die Naturgewalten kämpfen, als sie zur Eröffnung des 66. Filmfestivals von Cannes anreisten. Die französische Riviera wurde von sintflutartigen Regenfällen getroffen, als die Elite Hollywoods am roten Teppich auflief. Leonardo musste sich einen Schirm schnappen, als er sich seinen Weg durch das Event bahnte. Nicole, Carey Mulligan und Lana Del Rey mussten sich auch vor dem schlechten Wetter schützen. Die australische Schauspielerin war darauf bedacht, dass ihre extravagante Frisur nicht nass wurde. Zu dem Event kam sie in einem geblümten Kleid. Mit ihrem makellosen weißen Kleid brachte das Model Cindy Crawford Cannes Glamour, während Isla Fisher in einer roten Robe glänzte. DiCaprio sah sehr elegant aus in seinem schwarzen Smoking und er posierte neben Co-Star Carey. Die Stars hätten vorher vielleicht den Wetterbericht ansehen sollen.